Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Frau Knampf, eigentlich heiße ich ja Verena und ich bin heute zurück mit zwei Mystery Boxen Bags. Beide habe ich bestellt bei Beauty Bay. Einmal ist es hier die von Beauty Bay selbst und die, glaube ich, hat mich 45 Euro gekostet und soll einen Wert von 107 haben. Und zusätzlich, weil ich die Marke einfach mal testen will, diese Made by Mitchell Mystery Bag. Und die, glaube ich, kostet 32,50 und soll auch so den Wert, glaube ich, 100 Euro, 90 Euro sowas haben. Und mit der fange ich auch gleich an, weil die interessiert mich am meisten. Machen wir mal auf. Okay. Wir haben hier erstmal einen Pinsel in so einer coolen Hülle extra auch noch mit drin. Ja. MDC3 steht drauf. Fühlt sich gut an auf jeden Fall auch. Ja. Ganz in Ordnung. Pinsel kann man ja immer gebrauchen. Dann. Ich kann euch spoilern. Es ist kein Lidschattenpalette dabei, dafür aber noch ein Pinsel. Diesmal etwas größer, der MDC2. Ich weiß nicht, ob der MDC1 dann der größte ist. Und ein Puderpinsel. Ich hole den jetzt mal nur so hier raus und zeige euch die Oberfläche. Weil vom Design her ist es auch so silbern und dann vorne so in dieses Apfelgrün, würde ich sagen. Ja, die sind okay. Na, wer will denn was von mir? Edda von Beauty Dream, schaut gerne auf ihrem Kanal vorbei. Dann haben wir hier ein Flashpot Cream Pigment in der Farbe Sandy Toes. Ich nehme mal mein Messer. Und das schaut so aus. Ach, das ist noch verschlossen. Dann lasse ich das jetzt auch zu und informiere mich mal, was genau das ist und was man damit machen soll. Sehr Hautfarben. Und dann, klick mal per Seite, haben wir Blushse. Das ist ja anscheinend so auf TikTok voll Trend oder so gewesen. Oder ist es das noch? Keine Ahnung. Ich habe kein TikTok. Es steht bloß bei Beauty Bay auf der Seite und in der Beschreibung von der Beauty, also von dieser Mystery Bag hier, dass das auf TikTok anscheinend recht gehypt werden soll. Und es sind diese zwei Farben hier. Einmal Caramel Chisel und einmal Warm Soul. Das Warm Soul, ich sieht man wahrscheinlich nicht so ganz, hat hier noch einen Schimmer mit drin, während ja dieses Schokobraun hier, würde ich jetzt nicht als Karamell bezeichnen, sondern als Schokolade, das keinen hat, beide als Liquid Blusher bezeichnet. Schaut also hochwertiger aus, so von der Verpackung hier auch. Und ich werde den einen mal aufmachen, weil ich weiß, dass ich den nicht benutzen werde, damit der zu dunkel ist. Aber den mache ich mal auf. Vielleicht sieht man, ja, oh Gott. Ihr seht, der glänzt ganz schön. Oh Gott, komm heraus. Ich versuche mal einen kleinen Swatch auf meinen Handrücken zu geben. So sieht der aus. Also es ist wirklich. Ich verschmiere es mal ein bisschen. Also, ja, ist gut. Man sieht da schon einiges. Ich mache es gleich wieder weg. Okay. Und das letzte ist ein Lipgloss. Butang heißt die Farbe. Auch wieder so ein Braun.
Jetzt bin ich mir aber auch unsicher, ob ich das dann verwenden werde, weil es halt doch nicht ganz so meine Farbe ist. Wobei doch, das geht, glaube ich, noch. Das hat für mich sowas Leberwurstfarbenes. Also, man sieht schon, das ist so. Also, da habe ich gedacht, es ist ziemlich bräunlich. Aber das ist eher so Leberwurst. Schauen wir mal. Ja, ich mache auch mal einen Swatch. Ja, es ist schon ein bisschen bräunlicher als Leberwurst, würde ich sagen, aber weiß ich nicht. Also ich muss sagen, mit der Bag bin ich jetzt nicht so ganz glücklich geworden. Ich habe immerhin die zwei Pinsel und ja, da muss ich noch rausfinden, für was genau das gut sein soll. Muss ich mal im Shop nachschauen. Und ja, aber nein, ich habe immerhin die Pinsel und den Rest kann man weitergeben. Dafür haben wir hier die Beauty Bag. Ich reiß mal schnell auf. So, und gucke mal. Oh nein, das brauche ich nicht. Was ich nicht brauche, ist nämlich dieser Tanning-Handschuh, weil ich keine Selbstbräuner benutze. Aber es gibt ja genug, die es machen. Dann haben wir hier einen Pinsel von Beauty Bay und der hat so eine ganz feine Spitze. Das gefällt mir gut, den werde ich behalten. Dann, oh, das ist recht palettenlastig. Huiui. Hier haben wir einen Jade-Roller fürs Gesicht. Ich überlege gerade, ob ich den rausnehme, aber ich glaube nicht. Ich glaube, den werde ich verschenken. Ihr wisst, wie die Jade-Roller ausschauen hier, ne? Da. Und wird wahrscheinlich grün sein. Ich möchte es ja wirklich zulassen. Ihr kennt Jade-Roller und ja, finde ich aber eigentlich ganz nett. Die Adventskalenderzeit kommt. Dann haben wir was ich cool finde. Nämlich eine Hair Mask Ultra Hydrate mit Hyaluronsäure und Meadow Foam. Ich weiß gerade nicht, was Meadow ist. Foam ist Schaum. Aber ja, auf jeden Fall cool, dass auch Haarpflege dabei ist. Da steht auch nochmal During Wash, gäbe auch noch Post Wash oder Overnight. Kann man auch über Nacht drauf lassen. Ist vegan, tierversuchsfrei. Also hört sich auf jeden Fall mal gut an. Und ja, werde ich testen. Dann haben wir hier eine der Disney-Paletten und das ist Bambi. Das ist ganz schön, weil ich habe die Alice-Palette mit der Grinsekatze drauf. Und ja, überlege, ob ich die dann behalten soll. Hier, so schaue die aus. Für, ja, der Vollständigkeit halber von den Farben her hauen mich die alle nicht um. Das sind sie. Es sind halt keine Schimmertöne dabei und ja, aber wie gesagt, so für die Sammlung denke ich, werde ich sie schon behalten. Ne? Die ist ja auch klein und nimmt jetzt nicht so viel Platz mehr. Vielleicht wird sie irgendwann mal aussortiert. Aber jetzt noch nicht. Also auch ganz nett. Was haben wir hier? Oh, eine Augencreme. Die hatten wir auch noch nicht. Was heißt, die hatten wir auch noch nicht? Ich habe bisher eine Beauty Bay Mystery Box aufgemacht. Aber hier haben wir das Hydrating Eye Treatment mit Koffein und Peptiden. Ja, Brightening and Moisturing the Under Eye. Finde ich okay. Ist so ein kleines Typchen. Wird auf jeden Fall getestet. Wie gesagt, ich mag es, dass es so ein Mix ist aus Pflege und Kosmetik. Oh, schade. Hier haben wir eine Palette, die Berries Palette. Und die Sache bei der Berries Palette ist, dass die Berries Palette eigentlich der Grund ist,
warum ich jetzt mal wieder bei Beauty Bay bestellt habe. Ich habe mir die Palette, so sieht die aus, also krass pinkige Glitzertöne, nämlich aus dem Wanderpaket rausgenommen, habe damit einen Look geschminkt und fand es eigentlich ganz gut und von der Qualität her auch recht nett. Und dachte mir, okay, vielleicht einfach mal mehr ausprobieren. Aber ja, wie gesagt, ich habe sie schon. Deswegen, ja, nicht so tragisch. Nicht so tragisch. Hier haben wir noch einen Lippenstift, würde ich sagen. Einen Matte Lipstick, ja. Und zwar, was ist die Farbe? Boah, Entschuldigung, das war das Mikro. Sauce. Soße. Und, oh, das ist ein dunkler. Also ein, ja, ganz knalliges Weihnachtsrot, sondern ein etwas bräunlicheres, dunkleres Rot. Ja, vielleicht, ich glaube, das ist für mich auch was für einen Adventskalender. Da kommt ja auch immer so ein roter Lippenstift immer mit rein. Ich denke, der wird dahin wandern. Hier haben wir einen Eyeliner. Und er ist in der Farbe Bronze. Ich mache mal einen Strich. So. Und den finde ich nett. Man sieht irgendwie total schlecht, dass ich heute was auf den Augen habe. Eigentlich würde der ganz gut dazu passen. Den behalte ich mir auch. Sehr schön. Und da kommt einer, der ist etwas greller. Und zwar, er schaut auch so schön aus. Oh Gott, was ist das für eine Farbe? Ich bin gespannt. So. Na, heraus mit dir. Hey, raus. Gelb. Ein Gelb. Geht auch ein bisschen ins Goldene rein, würde ich sagen. So sieht der aus. Ich glaube, auf meiner Haut würde man den etwas nicht sehen. Also man sieht ihn ganz, ganz wenig. Der geht schon also fast so ein bisschen ins Weiße rein. Also so ähnlich, wie wenn man einen Weißen drauf hat. Nee, das ist nichts für mich. Wüsste ich jetzt nicht, wozu ich den groß tragen würde. So, und dann, krass, Leute, krass, ist hier wirklich eine 42er drin. Und zwar ist das die Earthy Palette. Und ich freue mich mega. Das sind die Farben. Und ich hatte mir vor vielen, vielen Monaten schon mal überlegt, die zu bestellen. Das war zu der Zeit, als ich meine Augen noch nicht geschminkt habe, sondern mir nur blaue Flecke gemacht habe. Und die haben ja so eine Range von grün, lila, blautönen, so alles ein bisschen. Und ihr seht, hier sind ja ganz viele so, na, das ist so dieses, wenn die blauen Flecken dann so langsam verblassen, dann werden die ja grün. Und es sind halt matte Farben auch. Aber es sind auch wunderschöne Schimmertöne drin. Also da habe ich auch gut zum Ausprobieren. Da freue ich mich gerade echt mega drüber. Ne? Saugeil. Ich swatch euch mal ein paar Schimmertöne, weil das interessiert ja die meisten immer. Einmal Lime. Und was nehmen wir noch? Soprano. Und was Cooles. Wet. So schauen die aus. Also ziemlich geil. Ich freue mich. Damit werde ich auf jeden Fall demnächst mal experimentieren.
Muss ich sagen, ich hätte gar nicht damit gerechnet, dass eine von denen drin ist. Ne? Weil letztes Mal, glaube ich, hatten wir halt so eine drin gehabt, eine 9er. Dafür ein 4er Lipstick-Kit. Oh, wer kommt denn da? Könnte Amazon sein. Soll Matze an die Tür gehen? Ja, also, mega. Das entschädigt mich absolut dafür, dass ich die Barry doppelt habe. Wenn ich es so betrachte, finde ich, ist es ein relativ guter Mix. Man hat einen Pinsel. Letztes Mal hatten wir, glaube ich, zwei oder drei. Diesen Jade-Roller, ein Tool. Hier der Bronzing-Handschuh. Ja, der, okay. Zwei Eyeliner finde ich vollkommen in Ordnung. Dann natürlich ne, drei Paletten. Hier die Bambi, die Berry und die Earth-Palette. Und dann auch nochmal zwei Pflegeprodukte. Einmal das Eye-Treatment und einmal die Haarmaske. Und ich muss sagen, ich bin damit eigentlich sehr zufrieden. Weil für das Geld, was ich bezahlt habe, die Produkte behalte ich auf jeden Fall. Ne, wie gesagt, die wollte ich schon immer mal haben. Und ja, habe auch noch ein paar schöne Sachen zum Weitergeben. Was mich ein bisschen enttäuscht hat, war leider die Made by Mitchell Tüte. Da glaube ich fast, dass vielleicht, wenn es blöd läuft, außer die Pinsel alles weitergeht. Ich muss eben noch herausfinden, was das da ist und ob ich damit klarkomme. Da ist es auf jeden Fall sicher, dass er mit wegkommt. Und ja, aber ansonsten fand ich es eine schöne Bestellung. Es war mal interessant. Ich glaube nicht, dass ich mir die Made by Mitchell nochmal bestellen würde. Aber ja, die teuersten zwei Pinsel meines Lebens. genau. Nee, aber dafür fand ich die Mystery Box und Beauty Bay richtig schön. Und ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr sowohl von der Made by Mitchell Bag haltet, als auch von der Mystery Box jetzt von Beauty Bay. Wie gesagt, Beauty Bay und Made by Mitchell eher so, nee, so mittel. Und ja, genau. Dann danke ich euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Über ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, würde ich mich auch mega freuen. Ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.